herzlich willkommen bei Krotos Computer. Im heutigen Video soll es um meine persönliche Meinung über den RTX 3000 Launch von Nvidia gehen, eine Sicht von mir aus Händler-, Kundensicht und was Nvidia vielleicht besser machen könnte, weil, schon mal Spoiler vorab, ich glaube, das wäre für alle ziemlich großer Mist. Ja, ich habe mir gedacht, RTX 3080 ist gelauncht letzte Woche, RTX 3090 ist gelauncht diese Woche. Die beiden ersten Launches sind aus, RTX 3070 kommt 15. nächsten Monats, das heißt, wir können mal so ein kleines Fazit-Recap-Video machen. Und Nvidia hat ein paar Aussagen getätigt, ich denke, viele von euch haben es auch mitbekommen. Und ich glaube, es war für alle absoluter Mist, dieser Launch. Also, ich kann ja mal so ein bisschen die Vorgeschichte auch von mir als Händlersicht erzählen. Also, mir war schon vorher klar, dass der Launch nicht gut wird. Schon bevor die es angekündigt haben. Aus dem einfachen Grund, normalerweise, kurz bevor die Ankündigung kommen, kriegen die Händler, also die Großhändler, Infos von Nvidia und von MSI, Asus, Gigabyte, ASRock, KFA und so, also den ganzen Boardpartnern, die Custom Designs herstellen. Infos, hey, so, kommen jetzt neue Karten, hier sind schon mal technische Daten, hier könnt ihr schon mal einpflegen bei euch ins System, Produktbilder und so, und habt ihr die schon mal drin und die ersten Lieferungen sind unterwegs, die kommen also nicht in der Woche bei euch an und Tag X ist offizieller Verkaufstermin, ne, das ist UVP, hier sind eure Preise, dann könnt ihr das schon mal alles steuern, könnt ihr euren Händlern Bescheid geben und dann läuft das alles. Nichts. Gar nichts. Schon eine ganze Zeit vorher hat Nvidia die Produktion von der 2070 Super 2080 Super 2080 Ti eingestellt. Das war aber schon zu dem Zeitpunkt, das war jetzt nicht eine Woche vor RTX 3000 Ankündigung, sondern Monate oder noch länger davor. Das heißt, da war noch Demand an den Karten, da wollten noch Leute die Karten haben. Und der Großhändler sagt, ja, ich habe jetzt hier noch ein bisschen was auf Lager, aber dann kommt nichts mehr, dann war's das. So, das heißt, um irgendwie einen smoothen Übergang hinzukriegen, hätte eine 3090 hätte die sofort verfügbar sein müssen. So, aber haben wir ja gesehen, das war nicht der Fall. Und da war mir schon klar, ey, er hat nichts an Infos bekommen. Selbst nach dem Launch hat er erstmal keine Infos bekommen. Und die letzte Generation gibt es nicht mehr. Das kann nur scheiße werden. Weil wenn unser Großhändler nicht mal die Infos hat, wann jetzt Karten kommen, und wie das aussieht und die Artikel schon mal anlegen kann, ja, dann war mir schon klar, da kommt nicht wirklich was. Dass es so scheiße ist, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Also dann Ankündigung von Nvidia, ne, boah, alles krass, alles super, die Zerstörergeneration überhaupt, wird ganz toll. Ja, da war schon klar, okay, wenn sie was ankündigen, was zu dem Preis rauskommen soll und die Leistung haben soll, ja, klar, alle Leute werden das haben wollen. Das wird ja wohl den Leuten, die bei Nvidia sitzen, mal so klar gewesen sein. So, in den letzten Generationen hatten wir immer nur ein klein bisschen mehr Leistung und sind dafür deutlich teurer geworden. Und diese Generation sind wir nicht teurer geworden und haben noch mehr Leistung. Naja, ich glaube, da möchte keiner kaufen. Nee, ich glaube, weiß ich nicht, 10 Leute vielleicht zu Beginn mal so zu testen, ne? Und nee. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern, nee, 2080 Ti finde ich doch viel schöner. 1000 Euro für so eine Karte, die Leistung von der 3070 haben soll, die Hälfte kostet. Nee, da finde ich 2080 Ti super. Brauchen wir nicht so viele Stückzahlen, nein. Was habt ihr euch gedacht? Also, das sieht sowieso keiner von Nvidia und die juckt das sowieso nicht, aber... Also, das konnte man doch voraussehen. So, und dann machen sie die Ankündigung. Und sagen, ja, in 2 Wochen ist schon die 3080 verfügbar. So, und dann habe ich irgendwann von meinem Großhändler die Info bekommen, ey, es gibt nur ganz, 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 ganz wenige Karten, also 10, 20, 30, 40, die er bekommt, und wo Nvidia auch vorgibt, an wen er die und wie viele verkaufen darf. Das sind nämlich nur die Nvidia-Partner. Was heißt Nvidia-Partner? Nvidia-Partner kannst du werden, wenn du jeden Monat für Hunderttausende von Euro Nvidia-Grafikkarten verkaufst. So, um das zu schaffen, musst du natürlich ein Riesenhändler sein. Wir schaffen das bei weitem nicht. Ne? Kannst du ausrechnen, wie viele Grafikkarten das sein müssen. Sehr viele. Verkaufst du ja nicht nur 2080 Ti oder sowas. Ne?
Und da musst du wirklich richtig, richtig ordentlich Nvidia-Umsatz machen. Und dann vielleicht irgendwann kommt Nvidia, dass sie sagen, oh ja, du verkaufst ja doch ein paar Karten, du wirst langsam interessant für uns, dann kannst du Nvidia-Partner werden. Das bedeutet, dass du zum Beispiel bei diesen Gamecode-Aktionen von Nvidia Codes bekommst. Wir als Kleinhändler kriegen das nicht, auch auf eine Frage von Kunden. Nein, wir können leider keine Gamecodes bei Nvidia oder auch nicht bei AMD rausgeben, weil wir kriegen die nicht. Ne? Wenn du Nvidia-Partner bist, dann kriegst du zum Beispiel diese Gamecodes, kriegst eine bevorzugte Belieferung eben bei Grafikkarten, wenn die knapp sind, kriegst Abverkaufsaktionen bei alten Modellen, dass die dir noch was zuschießen, damit du die loswirst. Ne? Also du kriegst da schon ordentlich den Hintern gepudert. Ne? Aber das wirst du nur, wenn du ein sehr, sehr großer Händler bist. Und die Händler kannst du in Deutschland an einer Hand abzählen, die so groß sind. Ja, also nur diese Nvidia-Partner kriegen was und nur minimale Stückzahlen. So. Und als ich das gehört habe, da war mir klar, wie soll das irgendwas werden? Das kann ja nichts werden. Aber ich dachte mir noch, okay, wenn du versuchst, also dass ich auf dem normalen Distributionsweg über einen Großhändler nichts kriege, ja, war mir klar. Aber ich dachte mir, okay, versuchst du, ne, zum Release direkt um 15 Uhr, wie bescheuert, den F5-Button zu drücken und dann wirst du schon irgendeine Karte kriegen, wenn du die ganz schnell dann weghaust. Ja, das haben natürlich auch noch ein paar andere Leute als ich gedacht. Ein paar 10.000 andere Leute in Deutschland. Das konnte man ja von seinen Nvidia nicht voraussehen, dass der Ansturm so groß sein wird. Nein, das wollen nur 20 Leute kaufen, die Karte. Nee. Und ja, dementsprechend bescheiden ist das Ganze gelaufen. Also bei 3080 Release habe ich sofort, wie bescheuert, F5 gedrückt und ich habe bei verschiedenen Händlern bestellt und wirklich, also ich hatte mich da vorher angemeldet, dass ich schon eingeloggt war, ich hatte mich bei meinem PayPal eingeloggt, dass ich da schon eingeloggt war. Musste nur, Seite kam online, Warenkorb, Kasse, bezahlen, PayPal, okay, fertig. 30 Sekunden, nach 15 Uhr war ich fertig. Und dann, ja, wir haben leider keine Karte mehr verfügbar. Wer zur Hölle soll die schneller gekauft haben? Wie? Also, und bei anderen Händlern an Seite down gewesen, ne? Und frage mich auch, wie als Händler kannst du es schaffen, einfach so viele Bestellungen anzunehmen und auf Lager zu zeigen, wenn du die Karte nicht auf Lager hast? Also, wie? Also, keine Ahnung, es kann mir einer erklären und sagen, ja, wenn das überlastet ist, dann kann das nicht so schnell bearbeiten. Ja, es gibt mittlerweile Cloud-Server. Du kannst dir bei Amazon Web Services oder Microsoft Azure oder sowas von Oracle. Du kannst dir einfach für, weiß ich nicht, 3 Stunden krasse Serverkapazitäten mieten, die einfach diesen enormen Traffic aushalten und dann ist gut. Ich meine, das gibt's ja. Du kannst ja sagen, von 14 bis 16 Uhr oder sowas oder von 14 bis 17 Uhr oder was auch immer, ne, um 15 Uhr Launch, will ich halt eben eine krasse Serverkapazität, dass von mir aus 100.000 Leute gleichzeitig auf die Seite gehen können und das überhaupt sich tut, als wären 3 Leute auf der Seite vom Responsive Feeling, kannst du ja mieten und dann bist du fertig damit. Und wenn du das nur für ein paar Stunden mietest, ist es auch nicht so teuer und die Riesenhändler können dir das sowieso leisten. Ne? Aber nö, man muss mit der normalen Infrastruktur, ne, die, wenn 1.000 Leute gleichzeitig auf die Seite schon klicken, schon in die Knie geht. Ne? Und dann kannst du dir überlegen, wenn 30.000 Leute gleichzeitig da drauf klicken. Ne? Also, Bescheid. Oder selbst irgendwie Amazon, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, so eine 3080 von Zotac, ne? Haben die 20.000 Vorbestellungen für angenommen, für eine Karte? Und dann kam raus, ja, wir hatten nur 20 Karten. Aber wir haben 20.000 Vorbestellungen. Amazon, ey, ihr habt die Server, ihr könnt mir das nicht erzählen. Und ihr habt das IT-Know-how. Ihr könnt das so machen, dass nach 20 Karten kann keiner mehr bestellen. Warum? Und dann werden alle stornieren, ein riesen Shitstorm kommt. Das war doch klar. Also, ich verstehe es nicht. Ne? Also 3080, ich habe bei drei verschiedene Shops bestellt, sofort, direkt, nichts. Alles nichts ausgeliefert, wir haben keine einzige Karte gekriegt. Traumhaft, nächste Lieferung gehen wieder nur an Nvidia-Partner. Da kriegen wir auf jeden Fall auch nichts und wir wieder nur kleine Stückzahlen. Also wenn ihr versucht, was zu erreichen, schwierig. Also geht wahrscheinlich wieder nur ein paar Stück an Nvidia-Partner. Das heißt, ihr könnt Glück haben, dass ihr, also jetzt ist es ja auch nicht mehr so, da war es ja eine Uhrzeit. Jetzt, keine Ahnung, wann die Lieferungen kommen und keine Ahnung, wann die das online und lagern stellen. Also, vielleicht habt ihr Glück und geht gerade auf die Seite und habt es gerade vor 3 Sekunden auf Lager gestellt, drückt bestellen.
Und dann seid ihr durch, aber ja, kann auch sein, dass sie erst Vorbestellungen abarbeiten oder dass sie alles stornieren oder so, machen das unterschiedlich. Manche Händler haben alle Bestellungen storniert, dass es keine Vorbestellung gibt. Manche haben die drin gelassen, dann kriegen natürlich dann die erst wahrscheinlich die Karten. Alles beschissen. Auf jeden Fall alles minimale Menge. Und dann kommt Nvidia mit einem Statement raus und sagt, ja, sie hatten einen guten Lagerbestand und eine gute Produktion, aber sie waren so überwältigt von der Nachfrage. Ey, ganz Deutschland hatte nur ein paar hundert Karten. Ganz Deutschland, nur ein paar hundert Karten. Jede Nachfrage wäre überwältigt gewesen davon. Jede Nachfrage. Also, ihr habt doch selbst, wenn nur so viele Daten wie beim 2000er Launch hätten kaufen wollen, selbst das wäre ja zu viel gewesen. Warum? Warum? Warum macht ihr nicht die Ankündigung 2 Wochen oder von mir aus einen Monat später und sagt dann, ey, ihr könnt die Karten dann später kaufen, wenn wir welche vorproduziert haben. Ihr hättet auch die Ankündigung am 1.10. machen können. So, und dann hättet ihr sagen können, weiß ich nicht, am 14.10. wäre 3080 Release gewesen. Und dann hättet ihr aber schon seit dem 1.9. oder sowas produzieren können. Dann hättet ihr in Containern auch größere Mengen schon mal nach USA, Europa und so weiter schiffen können. Dann wäre Stückzahl da gewesen. Ja, dann selbst wenn die Händler 5.000 oder 10.000 Karten gehabt hätten. So, das hätte immer noch nicht gereicht, um die Nachfrage zu bezwingen. Ja, aber dann hätte ich sagen können, okay, dann hätten auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute eine Karte bekommen. Dann wäre der Shitstorm nicht so groß gewesen. Dann hätte man sagen können, ja, okay, es haben wirklich super viele bestellt. Wir hatten also nicht 10.000 Karten für Deutschland. Die sind sofort innerhalb von 10 Minuten weg gewesen. Okay, wir produzieren jetzt nach und die nächsten Shipments, dann kommen ja auch größere Shipments wieder nach. Ne? Aber so, ey, es ist ja so gut wie niemand hat eine Karte bekommen. Ne? Und dann, ja, das wird alles mit Bots weggekauft und so. Ey, so viele Bots können das gar nicht gekauft haben, weil guck doch mal bei eBay oder sowas rein. Ey, die Angebote, wo Leute eine Karte verkaufen, könnt ihr euch in einer Hand abzählen. Wenn das alles von Bots gekauft gewesen wäre, dann müssten auch da 50 Angebote sein, wo die dann die Karten zu Mondpreisen verkaufen. Nee, ist aber nicht. Ist aber nicht. Das heißt, die können auch nicht wirklich was gekriegt haben. Und Nvidia-Seite sowieso. Ey, total überlastet. Ey, ihr habt da ARM für 30 Milliarden gekauft. Ne? Und kriegt es aber nicht hin, eure Kack-Webseite so zu machen, dass bei einem Launch die nicht am Abstürzen, Einfrieren ist und dass man nichts in den Warenkorb legen kann. Ja, was macht ihr da? Was macht eure IT-Abteilung? Ne? Ich verstehe es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Und dann ist ja der nächste Witz: Du kriegst keine Karte für die UVP. Nvidia sagt ja, 6,99 die 3080. Nix, 6,99. Ja, Founders Edition, danke, die nicht verfügbar ist, super. Danke, Nvidia. So, Custom Designs kriegst du nicht zu dem Geld. Und ich habe die Info bekommen von einem Boardpartner, dass sie sagen, ey, wir können das. Nvidia hat die UVP zurückgesetzt. Wir können das nicht zu dem Preis herstellen. Klar, wahrscheinlich könnten sie es, dann würden sie aber weniger verdienen. Ne? Aber ich interpretiere es mal so, wenn sie genauso viel verdienen wollen wie sonst immer, können sie es nicht zu dem Preis machen. Weil sie haben mir gesagt, die Karten verbrauchen viel mehr Strom. Das heißt, sie brauchen einen viel fetteren Kühler, der braucht mehr Material, mehr Know-how, mehr Engineering, ist teurer. Die Karten verbrauchen viel mehr Strom, sie brauchen eine viel bessere Stromversorgung. Dafür ist die Platine aufwendiger, sie brauchen teurere, mehr aufwendige Komponenten, auch teurer. So, dann ist ja dieser GDDR6X-Speicher da drauf, der ist auch viel teurer. Dann muss der auf der Platine mit so einem speziellen Backdrill-Verfahren da alles gemacht werden, das ist auch teurer. Die Nvidia will für die Chips mehr Geld haben, alles ist teurer. So, sie können es nicht zu dem Preis raushauen. Also ja, aktuell, wenn ihr guckt, ich habe jetzt mal geguckt, ey, die meisten 3080-Karten sind nicht für 6,99, nicht für 7,99, nein, für 8,99 gelistet. Und das ist dreist. Also 8,99 ist dreist. Also da hält der Händler 100 Euro drauf. Also ich kann sagen, für ein Custom Design, ein vernünftiges Custom Design, 6,99 geht nicht, aber 7,99 ist ein okayer Preis. 7,99 ist ein Preis für ein Custom Design, das ist machbar. Ne? Wird euch aktuell keiner verkaufen, weil die wissen, sie stellen es für egal welchen Preis rein, aber 7,99, also 100 Euro über UVP, ist ein Preis, das ist machbar. Aber statt 700 Euro, 800 Euro ist schon ein Unterschied. Ne? Also,
Warum sagt ihr nicht Founders Edition 6,99 und Custom Design 7,99 oder sowas? Ich kann mich erinnern, bei der 2000er Generation gab es erst nur dieses Kack-Custom Design mit diesem Blower-Kühler oder sowas da, ne? Und da haben sie gesagt, okay, die Customs kommen ein bisschen später und sind ein bisschen teurer. Okay, kann ich verstehen. Ist ja auch in Ordnung, ne? Dann könntest du sagen, hey, ich will ein Custom Design, das hat einen besseren Kühler, das hat eine bessere Platine, das ist fetter, okay, bezahle ich ein bisschen mehr für. Aber du sagst, ey, du kriegst alles für 6,99, dann kriegst du es nicht. Und es ist nicht so, dass der Händler, der so viel Kohle draufsteckt. Nein, es ist wirklich, es geht nicht. Ne? Und das ist ja nicht nur bei der Karte so. 30,90 genauso. Und da ist es noch mehr. So, für eine 30,90, 1499 kriegst du gar nichts. Da so 1600, also 100 Euro mehr, wird schon kritisch. Eher 1650 bis 1700. 1650, so 150 mehr, das ist schon eher realistisch. Und jetzt kommen Leute, ja, 4,99, 30, 70, ja, 4,99, 30, 70 garantiert nicht. Ne? Also, ich habe da jetzt noch keine fundierten Infos oder sowas, aber meine persönliche Meinung ist, Custom Design, klar, 4,99 nicht verfügbar, wird der gleiche Scheiß werden. Referenzdesign meine ich, Founders Edition, aber Custom Design wird es nicht unter 5 Euro, 550 oder 600 geben. Also 50 bis 100 Euro gehen da sicherlich drauf. So, ne? Also, das, und das macht in dem Preisbereich schon ein bisschen was aus. Ne? 100 Euro bei der 1500 Euro Karte, klar, 100 Euro sind 100 Euro, ganz klar. Aber das ist natürlich jetzt prozentual nicht mehr so viel wie 500 oder 600 Euro. Ne? Das ist ein Unterschied. Aber ja, ich laber jetzt hier auch schon irgendwie viel zu lange. Kommen wir mal weiter. 30,90. Und dann, ja, 30,90, die Karte ist teurer. Ne, wird wahrscheinlich nicht so krass sein. Ey, der Run war genauso. Und ich kann es euch auch sagen, dass werden viele Leute gesagt haben, die sich so erbost waren, dass sie keine 3080 gekriegt haben, dass sie gesagt haben, fuck it, eigentlich wollte ich nicht so viel Geld ausgeben, weil, sind wir mal ganz ehrlich, 15% mehr Leistung und 24 statt 10 GB Speicher für den doppelten Preis oder mehr als den doppelten Preis. Ja, das ist von der Preis-Leistung nicht mehr so dolle, ne? Also, das ist schon die Enthusiastenkarte. Klar, wenn man sagt, ich will das größte, fetteste, geilste haben und gerade mit den 24 GB Speicher, wo ich 4K, 8K alles reinballern kann und das fetteste vom fettesten, okay. Ne? Wenn du das Geld hast, das ist eine krass geile Karte, schlag zu. Aber das ist nicht der Mainstream der Leute. Der Mainstream der Leute kauft nicht mehr für 1500 Euro einen PC. Ne? Ja, wie war's? Genauso Kackverfügbarkeit. Es gab genauso wenig Karten. Ich weiß nicht, haben sie später angefangen, die zu produzieren oder was? Keine Ahnung, oder? Also, was ich mir nur erklären kann, ist, der Chip der 3080 und 3090 ist ja im Prinzip der gleiche, nur beim 3080 sind Chips, die nicht ganz so gut sind, die ein bisschen defekt sind, ein bisschen deaktiviert, weil dann der ein bisschen beschnitten ist. Und bei der 3090 müssen sie Chips haben, die halt gut sind. Dass sie wahrscheinlich schon angefangen haben zu produzieren, aber nicht so viele Top-Chips hatten, die sie halt für eine 3090 verwenden können. So, also. Keine, kann ich jetzt nicht auf fundierten Quellen aufbauen, aber da meine Meinung, dass es so ist, dass die Chips beschnitten sind und dass im Endeffekt der gleiche Chip ist, das stimmt, das könnt ihr nachlesen, aber ich tippe mal, so wird es sein, ne? Anders kann ich mir das nicht erklären. Und jedenfalls, ja, wir haben auch wieder Großhandel, das gleiche, nur Nvidia-Partner, ne? Keine Chance, also haben wir versucht, bei Endkundenhändlern zu bestellen und das ist der größte Witz, bei einem Händler direkt bestellt und dann steht der im Kundenkonto lagern und für sie reserviert, okay. Dachte ich mir, geil, hast du was gekriegt? Ne? Und dann rufe ich da an und will nachfragen und dann sagt er mir, nö, das ist nicht, sie haben keine Karte. Ich so, hä, was steht doch hier lagern und für sie reserviert? Bei 3080 hatte ich da auch schon bestellt, da stand sofort, oh, Liefertermin können wir nicht sagen, keine Ahnung. Ne? Und dann sage ich, hier, da steht, ey, lagern und für mich reserviert. Nein, nein, das ist nicht für sie. So, aufgelegt, Seite fällt, stand da auch nicht mehr lagern. Meine Meinung ist, der hat gesehen, ey, ein Händler hat das bestellt, nö, keinen Bock, das dem zu geben, hat die einfach weggenommen, die Karte. Bescheuert, bescheuert. Ich kaufe die auch nicht, um die mit Profit weiter zu verkaufen. Ich kaufe die, weil Kunden uns anschreiben und sagen, ey, ich will einen Rechner damit und kannst du eine Karte besorgen? Und ich verkaufe die dem Kunden zu dem Preis, zu dem ich die einkaufe. So, ne, klar, wir verdienen an Zusammenbau natürlich ein bisschen was, aber ich schlage jetzt nicht nochmal 100 Euro auf die Karte drauf. Ich sage hier, zu dem Preis habe ich die gekauft. Ne? Zu dem Preis baue ich die bei dir in den Rechner ein. Aber ja, ne, der nächste kriegt auch bei anderen Händlern sofort bestellt, schon auf Lager, dann nachher nicht mehr auf Lager. Eine Karte bei der 3090 haben wir jetzt wohl ergattern können und das war die, die ich zuletzt bestellt hatte. Die ist jetzt an uns verschickt worden, habe ich auch eine Tracking-Nummer, eine Rechnung gekriegt. Also
eine einzige Karte, glaube ich, das wird was. Also wir haben eine Karte bekommen. Eine. Danke. Kannst du nichts, kannst du nichts mit anfangen. Ne? Sollte die ankommen, werde ich versuchen, ein Video hier auch zu machen und euch die mal kurz vorzustellen. Die ist schon an Kunden, ne? Der hat schon gesagt, ey, ich will einen Rechner damit haben, gib mir die, hat schon bezahlt. Ne? Das heißt, ich habe vielleicht Zeit, mir einen Tag kurz ein Video zu machen und dann kommt die in den Rechner vom Kunden ran und geht schon raus. Ne? Also, ja, alles mies. Ne? Aber auch ich höre in meinen Foren, ja, 3070 wird so viel besser. 3070 wird nicht besser. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, in Taiwan ist jetzt im Oktober Golden Week am Anfang. Das ist so wie Chinese New Year, machen die gar nichts. So, und viele Fabriken sind in Taiwan. Ne? Da passiert nichts. Das heißt, da wird nichts produziert, da kommt nichts nach. Ja, klasse. Und am 15. soll Release sein. So, dann wird das Interesse der 3070 das höchste, mit Abstand höchste Interesse von allen Karten sein. Weil 500 € oder selbst in die Kassen für 600 rausgehen, ist der interessanteste Preispoint für die Leute. So, und dann sagen sie, hey, die Karte hat die Leistung von einer 2080 Ti, die über 1000 € gekostet hat. So, und dann für 500 oder 600, 550, irgendwie sowas, ein Custom Design in dem Bereich. Das ist für die Leute doch interessant. Das wollen die haben. So, und das heißt, der Run wird noch viel, viel krasser sein. Der wird noch alles übersteigen. Und es wird ja nicht auf einmal, Nvidia zaubert ja nicht auf einmal, oh, wir haben auf einmal 100.000 Karten produziert. Nee. Also, nee, das passiert nicht. Sie werden wieder nur so wenig Karten haben. Die werden vielleicht nicht, weil sie nicht 300 haben, die werden vielleicht 1000 haben oder so. Das kann sein, dass sie ein bisschen mehr produziert haben. Aber das wird bei weitem immer noch nicht reichen. So, dann kriegen wieder nur Nvidia-Partner erst was. Das heißt, ihr kriegt nur ein paar Shops was. Wir kriegen sowieso gar nichts. Und, sorry, also Nvidia, wirklich. Es war einfach absolut behindert von euch. Ihr hattet ja auch keinen Druck. Was glaubt ihr, dass AMD jetzt morgen kommt? Weil, ich meine, jetzt habt ihr das Problem. Wenn AMD jetzt demnächst kommt und stellt was vor, was von der Leistung her konkurrieren kann und was verfügbar ist, weil AMD es richtig macht, sorry, also dann werden aber die ganzen 3080-Vorbestellungen, alle wupp, 3070-Vorbestellungen, wupp, alle storniert werden und die Leute kaufen alle AMD. So. Dann habt ihr euch jetzt recht keine Freunde gemacht. Ne? Also, warum muss man das so früh ankündigen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht. Wenn ihr versucht habt, eine Karte zu kriegen, schreibt euch gerne mal unten in die Kommentare, wie es euch ergangen hat. Habt ihr was gekriegt? Habt ihr auch nur vorbestellt? Nur Absagen? Seid ihr nicht verfügbar? Release bei euch, schreibt es gerne mal rein. Und ja, ich habe ja schon wieder viel zu lange geredet, aber es ist einfach ein Scheißthema. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und wir sehen uns nächsten Sonntag, vielleicht mit einem 3090 Review im weiteren Video. Ciao.